Hallo liebe Fabila IMAC-Zuschauer, Fabian hier mit einem Test zu Little Acorns. Little Acorns ist das neue Jump'n'Run von Chilingo, das zum Preis von 79 Cent als Universal App im App Store steht und sich ganz klar eher an Gelegenheitsspieler richtet. Das merkt man schon nach dem ersten Einschalten, denn die Grafik ist eher schlicht und übersichtlich und gleiches gilt auch für die Levels. Auch das Spieltempo ist eher gemächlich und gleichbleibend konstant. In Little Acorns übernehmt ihr die Kontrolle über Mr. Nibbles. In einem kleinen Intro zu Beginn des Spiels seht ihr, wie der Eichhörnchenfamilie Nibbles sämtliche Eichelvorräte geklaut werden. Damit die Familie nicht hungern muss, macht sich Papa Nibbles also auf, um neue Eicheln einzusammeln. Das macht der kleine Nager mit eurer Hilfe, denn ihr kontrolliert ihn durch drei Buttons: rechts, links und springen. Gelegentlich gibt es kleine Haken, an denen Mr. Nibbles ein Seil befestigen und sich über größere Abgründe schwingen kann. Allerdings müsst ihr aufpassen, denn die zahlreichen Käfer, Spinnen, Bienen und Würmer stehen euch häufig im Weg und können nur durch einen Sprung auf den Kopf besiegt werden. Ausnahmen bestätigen die Regel, Igel und große Bossbienen sollte man besser nicht bespringen. In den Levels werdet ihr gelegentlich Masken finden, die euch einige Spezialfähigkeiten verleihen. Mit einer Propellermaske könnt ihr beispielsweise etwas höher springen, eine Speedmaske lässt euch schneller laufen und mit einer anderen Maske wiederum könnt ihr sämtliche Feinde über den Haufen rennen. Die Wirkung hält immer nur für ein paar Sekunden an. Habt ihr sämtliche Eicheln im Level aufgesammelt, könnt ihr, bevor ihr zum Ausgang geht, noch Früchte einsammeln. Diese braucht ihr allerdings nur für ein paar Kostüme, mit denen ihr Mr. Nibbles verkleiden könnt. Das ist allerdings bei weitem kein Vergleich zu den genialen Kostümen von Pizza vs. Skeletons, denn die Krawatten und Schnurrbärte für euer Eichhörnchen wirken eher brav und etwas langweilig. Mein Fazit: Nicht nur die Kostüme kommen durchschnittlich und etwas langweilig daher, überhaupt kommt Little Acorns nie so richtig in Fahrt. Das soll jetzt nicht heißen, dass der Titel schlecht ist, aber gerade in Anbetracht der zuletzt äußerst starken Jump'n'Run-Konkurrenz wie Awesome Land, Paper Monsters oder Crazy Hatchy wirkt Little Acorns sehr brav, durchschnittlich und fantasielos. Positiv hervorzuheben ist die gute Steuerung und der gut ausbalancierte Schwierigkeitsgrad, denn ihr begleitet euer Eichhörnchen in den Levels durch die vier Jahreszeiten, bevor ihr ins nächste Jahr kommt. Und mit jedem Level werden die Abschnitte schwieriger und herausfordernder.
Die Entwickler haben zudem bereits weitere Updates mit neuen Levels angekündigt. Das war's von mir. Viel Spaß beim Spielen und bis zum nächsten Mal, sagt euer Fabian. Oh, my God.